Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zum Yandere Simulator. Auch heute spielen wieder zwei Missionen von euch. Und die erste Mission kommt von der lieben Alisa und die sagt, ich soll Nemesis anmachen. Ist an. Gut. Mach die Kameras an. Hier Kameras. Metalldetektoren ebenfalls. Ich muss die Kleidung wegwerfen. Wo steht das? Da steht nirgendwo. Aber ich soll auch die Waffe wegwerfen. Warum machen wir das so? Ich soll die Leiche wegwerfen. Und ja, sonst hat sie nichts gesagt. Also kann ich mir sogar ein Ziel aussuchen. Huiuiui. Wem kill ich denn heute mal Schönes? Oh. Wir haben eigentlich noch nie einen Jungen gekillt, oder? Da steht nicht, dass ich mit niemandem reden kann, ne? Wir töten einen Jungen. Wir haben noch nie einen Jungen getötet. Ich will den Rothaarigen. Einfach aus Prinzip. Shit, nehme ich den anderen Rothaarigen. Nein, schon wieder vorbei. Ich krieg das hin. Sind gar nicht so viele Schüler, wie man immer denkt. Die mag ich auch nicht. Aber wir nehmen... Hier, Haruto Yuto. Und damit müsste es eigentlich fertig sein. Doch, mit niemandem reden ist doch an. Shit. Egal, ich habe jetzt einen Jungen ausgewählt, also muss es klappen. Oh, es wird schwer. Also wie gesagt, ich grüße an dieser Stelle nochmal Alisa, wenn sie es gerne möchte. Und jetzt wird es schwer. Wie gesagt, ich gebe mir selbst immer 3 Versuche. Wenn ich es nicht schaffe, dann kriegt ihr einen Punkt. Und bei 10 Punkten dürft ihr euch was wünschen, okay? Gut. Müsst ihr aber mitsehen, ich zähle nicht mit. Gut, Now loading mission. I load my mission. Reloading our mission. Und ich spiele mit versteinerten Haizähnen aus den EO10, die ca. 50 Milliarden Jahre alt sind, aus Marokko. Fragt einfach nicht. Ach, scheiße. Mein Zahn ist abgefallen. Also, mein Heizahn. Nicht weiter. Also, wäre lustig, wenn man sich den so in den Mund steckt und dann jeder so, ey, Vampir. Und eigentlich ist man ein Hai. Und, ach komm. Uiuiuiui. Der Schnee, das sah aus wie Schnee, das sind diese Blüten. Mein Gott, hast du rotes Haar. Das leuchtet ja. Dein rotes Haar leuchtet. Sag mal. Nee, Nemesis ist keiner der Schüler, das hat nicht gesagt. Sie wäre Nemesis, einfach weil sie rote Haare hat. Wo ist denn mein Yuto-Tuto? Ach, scheiß drauf, wir müssen eh eine Waffe holen. Wir dürfen mit niemandem reden, das heißt, wir müssen Yuto-Tuto hier, wenn er ein bisschen stalken. Dann müsste es gehen. Und ihr habt gesagt, wenn Nemesis in der Nähe ist, soll man richtig schön langsam gehen. Aber sie ist noch nicht in der Nähe. Gut. Ich schnapp mir jetzt das Messer. Ich hab jetzt das Messer. Messer. Yeah. Also stand auch nicht, wer mich töten soll. Von daher. Ich glaube, ich bin jetzt frei. Aber ich bin... Hey, Yuto-Tuto. Darf mich jemand sehen beim Mord? Ja. Bist du Yuto-Tuto? Yuto! Yuto-Tuto! Bleib bitte stehen. Hallo, Yuto. Ich glaube, er ist ein bisschen kamerascheu. Oh, wie niedlich. Hallo, interessiert es keinen, dass ich mit so einem Smartphone vor dem stehe? Oh, gehst du mir auf den Sack? Hier. Guck mal, wer bist du? Haruto Yuto. Teacher's Pet, Nano Club. Hat keinen Club, nicht. Geht ihr denn alle hin? Okay. Die gehen alle weg. Noch mehr. Sag mal, seid ihr in diesem komischen Club mehr geworden? Seit wann gehst du denn? Hä? Sieht genauso aus wie die, finde ich. Gibt's mehr Schüler? Ui. Das ist nicht gut. Da sehen sie, ist sie schneller geworden? Sie kommt mir so schnell vor. So, Yuto-Tuto, ich würde sagen, das machen wir alles aber mal schön nach dem Unterricht. Dann habe ich Zeit und dann muss ich draußen nicht so viel sauber machen. Obwohl, das geht ja, ne? Ja, das geht. Ich darf jetzt nur nicht mein neu gewonnenes Messerchen hier mit durch einen Metalldetektor reinschmuggeln. Die Frage ist, wenn ich das jetzt hier ganz
Na, so. Fallen lasse. Könnte ich das dann von hier aus... Ne, das ist nicht nah genug. Ja, das war zu nah. Gut. Ich wollte gucken, ob ich das von der anderen Seite dann aus nehmen kann. Wahrscheinlich schon, aber das muss man schlauer anstellen, als ich das gemacht habe. Ich werde jetzt gleich in den Unterricht gehen und wie gesagt versuchen, ihn nach dem Unterricht aufzulauern und ihn dann umzubringen. Es dürfen mich ja Leute sehen, wie ich ihn umbringe. Ich muss nur ihn entsorgen. Von daher wird das schon klappen, nehme ich mal an. Ich hole jetzt das Messer und gehe dann hoch in den Unterricht. Oder nehme ich das Messer nicht, nehme ich das später. Aber dann könnte er schon weg sein. Ich darf ja auch mit niemandem reden und den aufhalten. Nee, ich hole jetzt das Messer und lege es dann mir schon mal parat. Dann habe ich auch nicht mehr so viele Probleme mit den ganzen Kameras, wenn ich es draußen mache. Ich hoffe nur, es klappt, wie ich es mir vornehme. Er hat keinen Club, das heißt, er ist nachmittags nicht beschäftigt mit irgendwas. Das heißt, ich hoffe, es klappt überhaupt. So, ich gehe jetzt mal hin. Ich will nur mal gucken. Nee, wäre ich jetzt zu nah, oder? Nee, ist ein Metalldetektor drin. Würde es... Ja, würde auffallen. Gut. Egal. Wir wollen eh Unterricht haben. Wir sind gute, fleißige, kleine Schülerbienchen. Wir hauen uns mal ordentlich Punkte drauf. Und gehen dann sofort wieder im Unterricht. Ich möchte mehr Schule haben. Ich finde, es sollte mehr Schule am Tag geben. Seid ihr auch dafür, dass es mehr Schule am Tag gibt? Dann dislike das Video. Genau, wenn ihr mehr Schule wollt, dann dislike das Video. Ha, schlau gemacht. Die Lehrerin fällt nicht auf, dass sie einfach im fucking Messer liegt. Wie wizzled belarmt. Ich hab's auch weggepackt. Wollte ich doch mal meinen. Und jetzt... finden wir unseren guten Freund. Ich nenne ihn Haki. Oh nein. Das war dumm. Das war mehr als dumm. Verdammt. So, jetzt aber, meine Freunde. Ich denke, das ist hier wieder der Typ. Obwohl der ein bisschen anders aussieht, oder? Das liegt wahrscheinlich an den Haaren. Die sind ein bisschen leuchtender. Ups, bitte, das ist Spieltress. Warte doch mal, du Typ. Du gehst mir so auf den Sack, Mann. Warte, ich will wissen, ob du es bist. Ryoto Meda? Was? Bro, du bist der Falsche. Ah, ich hab meinen Schüler verloren. Ich hab meinen Schüler verloren. Shit. Nein, geht nicht. Geht nicht. Geht nicht. Geht nicht. Ich hoffe, du bist der Richtige. Ich muss dich doch noch umbringen. Und du darfst nicht sehen. So. Ich hoffe, das war der Richtige. Wenn nicht, will es mir jetzt voll auf den Sack gehen. So, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Es darf euch keiner sehen. Komm du mal hier hin. Und du? Mann, musst du sterben? Alles deine Schuld. So. Ja. Wartet mal kurz. Ist die Lehrerin noch da? Oh, mehr Schüler, mehr Schüler, mehr Schüler. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ey, wenn die es sehen, muss ich die auch alle umbringen. Ihr seht nichts. Ihr seht nichts. Verschwindet endlich. Okay, gut. Ihr habt einen Fehler begangen. Ich gebe es zu. Und ich bin viel zu nah irgendwie im Spiel drin. Ich sehe so nichts. Alles gut. Alles gut. Geht doch endlich mal. Gut, ich muss nur die Leiche wegschaffen, ne? Die Leiche, die Kleidung und die Waffe. Kriege ich hin. Blut kann ich wenigstens liegen lassen. Ich glaube, ich nehme auch nur die Sachen, wo ich Blut liegen lassen kann. Aber ich mache das immer so. Weil es wäre so ätzend. Es darf nur keiner die Leiche sehen. Ihr dürft es nicht sehen. Und die Lehrerin ist... Noch da! Sie ist noch da! Scheiße! Sie ist noch da! Sie ist noch da! Ich dachte, sie war weg! Ich dachte, sie war weg! Ich dachte, sie war weg! Mann! Ich dachte, die Lehrerin war weg! Kann man die irgendwie festbacken? Nein, kann man nicht. Oh, du blöde Kuh! Scheiße!
Bitte warten Sie, es ist ein Missverständnis. Sie verstehen das nicht, Sie verstehen das nicht. Ach, scheiße. So, Leute, jetzt aber hier, ne? Ich schwöre euch, der ist tot wie sonst was. Und, da ist die Kamera. Da ist immer noch eine Kamera. Darf ich den mal ganz kurz haben? Schnell, 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 tot, 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 tot. Ach, scheiße, ich hab die Leiche fallen lassen. Nochmal. Tot, 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 tot. Er ist ja so tot. Er wird sterben, ist ja tot. Oh, gleich kommt die Lehrerin, aber wir sind schon weg. Ich würde sagen, wenn die Schlägertypen da sind, legen wir ihn mal kurz irgendwo im Gebüsch oder so ab. Ich weiß nicht, ob die Schlägertypen jetzt nach der Schule da sind. Nee, die kommen gleich erst. Aber da ist eine Kamera. Gut, dann haben wir schon mal die Leiche weg. Und das Messer können wir dazulegen. Ich hoffe, es ist wie gesagt der richtige. Ich weiß es nicht. Ich habe nicht nachgeguckt. Ja, it's just a prank, bro. Das Blut, das da liegt, ist Tomatensauce. Wer nimmt Tomatensauce immer mit in die Schule? Alle Finger hoch und melden. But it was here. I see it right now. Ja, ja, natürlich hast du es gesehen. Was willst du gesehen haben, Mann? Ich habe nichts getan. Ich habe nichts getan, bro. Gut, jetzt muss ich nur noch meine Klamotten ausziehen und die wegwerfen. Obwohl das halt nicht dazu stand. Also man kann es halt nicht auswählen, aber ich mache es trotzdem. Bin ich nicht nett? Ich bin so nett. Also es steht halt bei euch. Also Alice hat geschrieben, aber mal muss ich halt hier im Spiel nicht machen. Aber ich mache es trotzdem, weil ich toll bin. Nein, okay. Da müsst ihr eigentlich alles erreicht haben. Nemesis ging mir gerade mal gar nicht auf die Nerven. Wahrscheinlich kommt die gleich noch. Waffe weg, Leiche weg, Kleidung weg, Metalldetektoren an, mit niemandem reden, habe ich nicht. Ich habe mit niemandem geredet, den ganzen Tag nicht. Das habe ich das Ex bekommen vom Lehrer. Dürfte ich mal? Dankeschön. Ich hoffe nur, dass diese Schlägertypen jetzt nicht da sind. Die könnten mir jetzt nämlich die ganze Tour vermasseln, weil ich da wahrscheinlich mit einem blutdurchtränkten Shirt nicht durchkomme. Weil sie mich dann angreifen würden. Und umbringen. Und wahrscheinlich sitzen sie genau... Noch nicht? Ja. Gut, weil nach der Schule ist. Das ist schön. Ja gut, war doch einfacher als gedacht. Okay, ihr habt ein paar Anläufe gebraucht. Ihr habt es gesehen, aber sonst... Waffe ist weg? Gut. Mission complete. Ich kann die Schule verlassen. Yay! Woop, woop. Hat ja in der Hochfassung nur 16 Minuten gedauert. Ich weiß nicht, wie viel ich dann rausschneide. Wahrscheinlich nicht so viel. Weiß ich nicht. Ich schneide ja generell wenig, nur wenn ich 10.000 Mal fehle. Blut gibt es gar nicht. Da ist gar keiner umgebracht worden. Alles nur Lügen. Was ist das? Hallo, Frau Lehrerin. Sie haben mich gestern voll missverstanden. Das ist doch voll gemein. Okay, gehen wir. Und... Weg sind wir. Niemand hat uns gesehen. I escape from you. Wir sind frei. Wir sind frei. Wir sind frei. So, Leute. Die zweite Challenge heute kommt von Sophie Talk. Also ich denke mal, sie heißt Sophie. Und sie sagt, bringen dir das Mädchen immer, dass du um die zwei Schwestern belauscht. Ich denke mal, sie meint dabei die, wie heißt sie denn? Die Vorstandsvorsitzende des Nerdclubs da. Die... Okaruto, genau. Wieder Kameras mit Metalldetektoren an. Ich darf mit niemandem reden. Keiner darf den Mord sehen. Hier. Keiner darf dich beobachten dabei. Und ich sollte sie mit einem Ritualmesser umbringen. Das kann ich jetzt nicht auswählen, aber was mache ich gleich? Ich glaube, das kann ich nicht auswählen. Ja, hier ist nur ein Messer. Aber nicht das Ritualmesser. Werde ich dann gleich machen. Ja, Nemesis soll an sein einfach. Und ja, das machen wir. Ich mache jetzt selbst noch was. Ich mache jetzt noch mal diese 10 Minuten an. Weil, darum. gut. Machen wir es. Nein. So, jetzt. So, jetzt machen wir es. Gut, ich hoffe, wir schaffen das in unter 10 Minuten. Ich weiß, dass er in diesem Nerdclub ist. Das Problem ist, dass uns keiner sehen darf, wie wir sie töten. Das ist halt das Schwierigste daran.
Also entweder müssen wir vorher 1000 Leute töten, unauffällig, aber das darf uns ja auch keiner bei sehen. Und wir kriegen das auf jeden Fall hin. Ich schwör's euch. Wir haben ab jetzt 10 Minuten. Nein. Warum läuft die Zeit noch nicht? Achso, wenn wir die Schule betreten scheinbar. Oder? Oh Gott. Und die läuft unaufhörlich. Wir müssen erstmal das Ritualmesser besorgen. Das ist natürlich im Ritualraum in Okkult. Okkult? Weiß nicht, wie ausgesprochen wird. Auf jeden Fall hier. Nein, falsch. Nicht hier. Obwohl. Wartet mal. Hallöchen, ich möchte bitte ganz schnell ihren Club joinen. Wirklich, ich habe nicht so viel Zeit. Ja, ich möchte rein. Dankeschön. Krieg ich was zum Anziehen? Ja. Ich nehme... Ach, die Wolfsmaske ist schön. Die nehme ich. Dankeschön. Gut. Und ein paar Handschuhe. Hallo, ich möchte die Handschuhe haben. Ist die wegen E. Jetzt weiß niemand, wer ich bin. Das ist, warte, ich habe mal eine Frage. Ich werde es wahrscheinlich gleich auffallen, aber ich will mal wissen. Doch, ja, gut. Ich habe gedacht, so wenn ich vielleicht eine Maske aufhabe und so, dass dann die Kamera mich ja nicht erkennen kann. Ich wollte es nur ausprobieren, das hat jetzt nichts dazu gezählt. Tut mir leid für die Leute, die jetzt denken so, Daddy, warum machst du sowas? Das ist total nervig. Dann tut es mir wirklich eure sorry, aber ich wollte das unbedingt mal ausprobieren. Hab euch lieb. Also habt mich auch lieb, ihr kleinen Mistbelger. Das war ein Spaß. Ich bin wie immer voll nett, ne? Ich bin immer auch der Meinung, dass es mehr Schüler sind. Wahrscheinlich sind es auch mehr. Ich weiß es nicht. Ich habe ein Update runtergeladen, habe ich nicht informiert. Böse Dani. Au. Böse Dani. Au. Ja, ich schlag mich gerade ernsthaft. Das tut eigentlich gar nicht weh, aber... Das war... Nemesis. Ach, Nemi, nerv mich nicht. Nemesis, darf ich hier mal raus? Nemesis ist doof, Nemesis ist doof. Oh, ich hasse Nemesis, denn Nemesis ist doof. Nemesis. So, ich möchte mal ganz kurz den Club wieder joinen. Weil ich wieder die coole Baske haben will. Dankeschön. Ich muss mich mal ein bisschen leise davon schleichen. Vielleicht sieht Nemesis mich dann nicht. Ich will einfach nur diese Maske haben. Ich sah verdammt gut aus mit dieser Maske. Oh ja. Das tue ich. Ich sehe gut aus. Das ist meine Bestimmung. Nemi? Okay, Nemi ist gerade nicht da. Vielleicht könnten wir jetzt... Ist das ein Nemesis? Nee. Vielleicht könnten wir jetzt aufs Dach gehen. Auf dem Dach befindet sich nämlich unsere kleine Stalkerin momentan schon mal. Das Problem ist, dass uns keiner sehen darf dabei. Das ist immer das Schwerste, finde ich. Dieses nicht gesehen werden. Es sind eindeutig mehr Schüler. Also jetzt bin ich mir 100% sicher. Da ist sie. Hey, du! Na, wie geht's? Darf der Mord gesehen werden? Es sind viel zu viele Schüler. Wenn ich sie da hinten umbringen würde. Sei still! Sei still! Sei still! Okay, scheinbar klappt es, dann tut's mir leid. Ich konnte es nicht anders einstellen. Vorsicht! Muss ich die Leiche eigentlich... Warte mal, muss ich die Leiche loswerden? Da steht gar nicht, was man loswerden muss, ne? Ach Mann, jetzt komm schon! Na danke, endlich. Oh, die Baske ist jetzt doch schöner. Gut. Wir müssen laufen. Also, ja, sorry, ne? Kann man nicht anders einstellen. Das ist nicht mein Problem, dass ich es ausnutze. Hallo, Leute. Ah! Nein!
sind ein paar viele Schüler unterwegs heute. Könnt ihr mal eure kleinen... Oh, hi. Nein, das ist kein Blut. Ich bin Schauspieler. Lass mich in Ruhe. Es ist Kunstblut. Es ist Kunstblut. Wer mir nicht glaubt, kann sterben. Ich meine, sich verpissen. Es ist Kunstblut. Ich habe meine Tage. Ich verstecke das Messer. Ich verstecke dieses blöde Messer. Da. Ist nicht mehr meins. Ich gehe durch die Metalldetektoren durch. Da, bin durch. Hier, bin schon wieder durch. Kannst du mich mal? Irgendwas habe ich vergessen. Dass niemand keinen Mord sehen, bla 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 bla. Nimm mich mal sehr. Umbringen. Habe ich, dass ich irgendwas ausmachen muss? Oder warum darf ich nicht? Warum stand da nicht, ich bin fertig? Ich bin auch fertig, oder? Ich meine schon. Aber standen habe ich da nicht. Gut. Leute, das war eine kleine schnelle Mission zwischendurch. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Wenn ja, gebt auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, wenn ihr es öfter sehen wollt. Und schreibt fleißig wieder irgendwelche Challenges rein. Und bis nächstes Mal. Ciao.